alarmgerade gebetet. Ik vind het zeer schön. Sorry. Ik vind het zeer schön dat die Männer voor die Mutter gebetet hebben. Dat die initiatieven daar waren. Ik vind het ook schön dat die gebeten dan voor die vrouwen ook weitergezet worden. Want ook dat gebetet worden voor die Mütter jetzt, die ihre Söhne im Krieg haben. Und die Mütter, die beten, die sowohl die Russische Mütter als die Ukrainische Mütter beten. Wist ihr, dass dadurch auch die Muttertag entstanden ist? Heute ist es Muttertag. Weil in 1860 herrschte in Amerika Bürgerkrieg. Und eine Frau namens Ann Reeves Jarvis, die initiierte damals een sogenannte Mutterfreundschaftstag. Und das war vorgesehen, dass beide Parteien einfach die Verletzten hielten. Sie hat auch versucht, daraus einen nationalen Feiertag zu machen, aber das gelang ihr nicht. Und Jahre später nimmt ihre Tochter, Anna, es auf. Und sie verschenkt am zweiten Sonntag im Mai, das war der Todestag ihres Mutters, verschenkt sie nach der Messe 500 Nelken. Weiße für verstorbene Mutter und rote für die noch Lebende. Und landesweit setzt sich die Idee durch und in 1914 wird diese Muttertag zum nationalen Feiertag. Nur, kurze Zeit nach der Einführung kämpft Anna Jarvis wieder für die Abschaffung diese Feiertag. Ihre Intention war es, ein Denkmal zu setzen für Mütter. Aber die Auswüchse im Kommerz widerstreben ihr. Wir kennen das. Geht es noch um Mutter? Oder geht es um das, was wir Mutter schenken sollten? Also, sie hat versucht, es wieder abzuschaffen, aber damit blieb sie leider erfolglos. Also floristen und Konditoren und Bäcker. Sie erkannten auch bald, dass in Europa was zu holen war. So der Verband Deutsche Blumengeschäftsinhaber bewirbt den Muttertag in Deutschland erstmal in 1923 auf Plakaten. Die symbolische Nelke des Muttertags, die wird bald ersetzt durch kostspielige Geschenke oder zumindest ein Blumenstrauß. Und später wissen wir alle, dass die Nationalsozialisten den Muttertag nutzten für Propagandazwecken. Aber die Ursprünge des Muttertags, die reichen bis in die Antike. Schon das alte Griechenland kennt ein Fest zu Ehren der Mutter. Und auch das vorchristliche Römische Reich kennt eine Art Muttertag. Aber bei diese beiden handelt es sich um die Mütter der Götter. Und auch die Engländer feiern Muttertag, aber das feiern sie Ende März und dann geht es um Mutterkirche. Da ist noch sehr viel mehr zu sagen über Muttertag. Über die ganze Welt hat es sich alles miteinander vermischt. Zurück zu Frau Jarvis. Eine Frau wollte was Gutes tun. Ich nehme an, dass die Anna an Gott glaubte, weil sie kam ja schließlich gerade aus der Messe. Aber hat sie ihre Pläne auch mit Gott geteilt und ihm gefragt, ob es seinen Willen entspricht, ob es sein Wort entspricht. Der fast unsichtbare Herrscher der Welt bringt Verwirrung, Chaos, Unordnung, Unklarheit. Es gibt einen Spruch: Der Mensch denkt und Gott lenkt. Aber ich denke, dass der Mensch denkt und Satan lenkt. Und da rede ich natürlich über die ungläubige und ungehorsame Mensch. Glauben tun viele, aber an Gott gehorsam sind nur wenige. Eine Vermischung also. Deswegen habe ich mein Predigt heute den Titel gegeben: Mutter, männlich, weiblich, divers. Es ist nämlich nicht mehr ganz klar. Man kann es nicht mehr greifen, nicht mehr einordnen. Wie soll man es verstehen? Der Titel. Ganz modern, nicht wahr?
ganz verwirrend auch, unklar. Aber was sagt die Bibel über Mütter? Interessant. Die Mütter werden, abgesehen vom Gebären, immer gleich mit den Vätern genannt. Der eine wird nicht über den anderen erhoben oder extra geehrt. Logisch eigentlich. Weil die Ehre gebührt nicht uns Menschen. Sie gehört Gott, der uns ins Leben gerufen hat und der uns liebt. Unsere Aufgabe ist es vor allem, ihn und dann auch einander zu lieben. Männlich, weiblich oder divers. Eine Mutter hat alles mit Familie zu tun. Weil ab dem Moment, dass eine Mutter oder eine Frau ein Kind gebärt, ist eine Familie entstanden. Zwei Generationen. Über Familie sein ist einiges in der Bibel zu lesen. Können wir als moderne Individualisten auch noch so gemeinsam leben? Wir kennen Gott als Vater, aber ist er auch Mutter? Wir lesen mal in Jesaja 49, vers 14 bis 16. Da steht geschrieben, Zion klagt, ach, der Herr hat mich im Stich gelassen, er hat mich längst vergessen. Und darauf reagiert Gott, kann eine Mutter ihre Säugling je vergessen? Bringt sie es übers Herz, das Neugeborene seinem Schicksal zu überlassen? Und selbst wenn sie es vergessen würde, ich würde es nie vergessen. Niemals. Hier spricht Gott als Mutter. Mutter. Ich weiß, wir sollten kein Bildnis von Gott machen. Trotzdem gibt es ein Posterbuch zu kaufen, wie Menschen Gott sehen. Und da ist er groß, alt, net, mit wijzen baard. Dat zijn mensen die glauben aan God, maar gehoorzaamheid ziet man hier niet. Kent u de film Die Hütte? Ik heb ganz veel geleerd van de film Die Hütte. Daar in de film vraagt een man God, wo is denn dein wijzen baard? En God antwoordde lachend, die wijze baard, maar dat is toch de weihnachtsman. In deze film wordt God zowel als man als als vrouw dargesteld, je nachdem wie wir es im Leben brauchen. Die Duitse grammatik unterscheidet in männlich, weiblich und divers, sachlich. Das finden wir in de Bibelübersetzungen auch wieder. Im griechischen und hebräischen Originaltexten, da wird Gott und der Heilige Geist sowohl männlich als weiblich tituliert. Gott ist Gott und kein Mensch. Wir sind nach sein Ebenbild geschaffen, als Mann und Frau. Allerdings nicht divers. Es gibt keine Unklarheiten für Gott. Wir sind aber vor allem seine Familie und sein Geist lebt in uns. Selbst wenn eine Mutter ihr Kind vergessen würde, ich vergesse niemals, sagt der Herr. Und weil es heute Muttertag ist, bleibe ich heute mal ein bisschen bei Mutter. Eine Mutter, ich denke, das sind wir alle mit einverstanden, soll man gehorchen. Auf jeden Fall die Kinder sollen ihr Mutter gehorchen. Wie wichtig Familie für Gott ist, zeigt er gleich am Anfang. Er lebt mit Adam und Eva im Paradies und freut sich über sie. Alles Gute steht sie zur Verfügung, alle Möglichkeiten der Welt. Dann kam aber die Schlange dazwischen. Satan in der Welt hat Folgen gehabt für die Menschheit. Die Welt, in der wir heute leben, ist anders. Anders als damals. Die Schöpfung, die gut war, ist verdorben. Und unterworfen an Vergänglichkeit. Die Menschen wurden anders. Unsere Beziehung mit Gott wurde verbrochen. Und wir richteten uns immer mehr auf uns selbst. Wir kennen das heute auch, hè? Klick. Einander
und Gott haben damit viel Leid angetan. Durch die Sünde wurden wir von Gott getrennt, aber auch voneinander. Adam und Eva haben zusammengearbeitet, aber leider in einer Art, die schädlich war für sie selber. Sie kehrten sich zusammen von Gott ab. Sie versteckten sich vor ihm. Das hatten sie doch vorher nie gemacht. Wir können unsere Beziehungen auch missbrauchen, durch zusammen zu sündigen. Zum Beispiel durch Tratsch und Klatsch. Durch anderen auszuschließen. Einander schlecht te benemen, goed zu reden. Oder durch auf Menschen zu vertrauen, während es Dinge geht, die nur Gott uns geben kann. Gott möchte nicht, dass die Beziehung mit uns, mit Adam und Eva, verbrochen wird. Unser Handeln hat zwar Konsequenzen bei Gott, aber es gibt nie Liebesentzug. Er sorgt auch weiter für wärmende Kleidung und beschützt uns für schlimmere Ereignisse und schickt uns deswegen aus der Garten Eden raus. Er muss tief traurig gewesen sein. Also wenn wir wollen, dass es uns gut geht, ist es wichtig zu gehorchen. Als Kinder hören auf das, was Mutter sagt. Für uns hören auf das, was Gott sagt. Zweitens, eine Mutter zeigt, wo es lang geht. Wie wichtig Familie für Gott ist, zeigt der Herr durch Prophezeiungen. Es gibt Menschen, die meinen, dass nur das Neue Testament für sie reicht. Sie brauchen ja nur Jesus. Aber wusstet ihr, dass schon in der Zeit von Jesaja Jesus selber zu den Menschen geredet hat? Durch die Propheten? Wir lesen es in Jesaja 49. Hör mir zu, ihr Bewohner der Insel und ihr Völker in der Ferne. Schon vor meiner Geburt hat der Herr mich in seinen Dienst gerufen. Als ich noch im Mutterleib war, hat er meinen Namen genannt. Er hat mir eine Botschaft aufgetragen, die durchdringt wie ein scharfes Schwert. Schützend hält er seine Hand über mir. Er hat mich zu einem spitzen Pfeil gemacht und mich griffbereit in seinen Küche gesteckt. Er hat zu mir gesagt, Israel, du bist mein Diener. An dir will ich meine Herrlichkeit zeigen. Ich aber dachte, vergeblich habe ich mich abgemüht, für nichts und wieder nichts meine Kraft vergeudet. Dennoch weiß ich, dass der Herr für mein Recht sorgt. Von ihm, meinem Gott, erhalte ich meinen Lohn. Und nun spricht der Herr zu mir. Er hat mich von Geburt an zum Dienst für sich bestimmt. Die Nachkommen von Jakob soll ich sammeln und zu ihm zurückbringen. Gott selbst hat mir diese ehrenvolle Aufgabe anvertraut. Er gibt mir auch die Kraft dazu. Er spricht zu mir, du sollst nicht nur die 12 Stämme Israels wieder zu einem Volk vereinigen und die Überlebenden zurückbringen. Dafür allein habe ich dich nicht in meinem Dienst genommen. Das wäre zu wenig. Nein, ich habe dich zum Licht für alle Völker gemacht, damit du der ganzen Welt die Rettung bringst, die von mir kommt. Das ist Alt Testament. Im Neuen Testament, in Johannes 8, Vers 12, lesen wir, dass Jesus das tatsächlich tut. Er sagte zu den Menschen, und das gilt auch noch immer für uns heute, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern das Licht des Lebens haben. Wo geht es denn lang? Sei bereit. Wir sind wie ein spitzen Pfeil gemacht, griffbereit für Einsatz, damit Jesus auch durch uns ein Licht für alle Völker sein kann. Und wir sollten dabei nicht alleine bleiben. Von dem Moment an, dass du als Kind Gottes neu geboren worden bist, bist du in eine Familie reingeboren. Gottes Familie. Ich sehe das jetzt immer, wenn ich zur Arbeit fahre, dann sehe ich die Rapsvelder. Und an den Weg entlang sehe ich Einzelne. Die Einzelnen, die stellen nicht so viel vor. Sie haben zwar die schöne
gelbe leuchtende Blüten. Aber das fällt zusammen. Das strahlt so richtig. Und dann denke ich immer, das ist die Gemeinde. Amen. Die Einzelnen. Die sind zwar wertvoll und glänzen, aber das zusammen, das ist eine Herrlichkeit. Aber der Herrscher dieser Welt gefällt das gar nicht. Er versucht Gottes Kinder ständig zu verleiden mit Lügen. Und wenn sie keine Schutz suchen bei unserem Vater und bei ihrer Familie, dann rutscht man ab in ein Denken, wie sie de Welt kennt, wo de Menschen nicht an Jesus glauben. Aber wir sind nicht gerufen, so zu sein wie die Welt, so zu sein wie die Ungläubigen. Gott möchte, dass wir einen Unterschied machen. Und wie soll man unsere Familie erkennen? An die Liebe untereinander. Und wenn es gut ist, hat die Mutter das schon mit euch geübt. Wie liebt man in einer Familie? Du gibst deine Geschwister den schönsten Platz im Raum und rennst nicht selber voraus, um den besten Platz zu ergattern. Oder das best ausstehende Tortenstück. Das lässt du doch wohl deinen Geschwister stehen. All das, was du selber gerne gehabt hättest, das opferst du für deine Geschwister. Vielleicht auch Zeit, obwohl du selber auch noch eine Menge zu tun hast. Lass uns Gott mal fragen, wie ich noch mehr lieben kann. Wenn du jetzt denkst, dass bei dir in deiner Gemeinde keine Liebe ist, weil dir nie den schönsten Platz angeboten wird oder du nie das schönste Tortenstück gegeben wird und niemand Zeit für dich hat, dann hast du noch nicht verstanden, dass Liebe bei dir selbst anfängt. Es ist uns von Gott gegeben. Und wir dürfen es weitergeben. Das schönste Tortenstück sollte also als letzte auf den Tisch übrig bleiben. Und wer wird es dann essen? Jesus. Ja, Jesus. Wahrscheinlich diejenige, die aufräumt und den Raum putzt. Das ist natürlich mit ein bisschen Spaß gedacht. Drittens, eine Mutter sorgt für ihre Kinder. Wie wichtig Familie für Gott ist, zeigt Jesus am Kreuz. Sogar in sein größtes Leid, kurz vor seinem Tod, sorgt er für Familie. Vor ihm steht seine Mutter und daneben Johannes, sein bester Freund. Das ist jetzt dein Sohn, sagt er zu seiner Mutter. Und zu Johannes sagt er, das ist jetzt deine Mutter. Und Johannes gehorcht. Und nimmt Maria bei ihm auf. Unser Zeugnis für diese Welt, die existiert nicht nur aus den Worten, die wir sprechen. Unsere Worte sind wichtig. In einer traurigen Welt sollten wir das Evangelium, die gute Nachricht bringen. Und die Wahrheit erzählen. Aber Jesus staat meer. Er lebte in einer Art, die einladend war für Menschen, um ihm zu folgen. Er creëerde een gemeenschap van mensen die zo ganz anders leefden, dat anderen verwirrt waren. Dat is zijn familie. Während wir een ongewöhnliche radicale boodschap in die wereld brengen, kunnen we gleichzeitig die Bedeutung dahinter zeigen, door Liebe untereinander zu leben. In een wereld die door Sünde verdorben is, is zelfs aufopfernde Liebe ungewöhnlich. Unsere persönlichen Beziehungen untereinander, in unsere Gemeinde, unsere Gruppen und Hauskreise, aber auch unsere Nachbarschaft, all diese Beziehungen können ein Zeugnis sein von Kraft des Evangeliums. Aus uns selbst können wir nicht lieben, nicht so, dass Menschen uns als Jünger Jesu erkennen. In Johannes 3, Vers 35 steht, aber durch die Kraft des Heiligen Geistes, die in uns arbeitet, können wir jedoch eine Form der Liebe zeigen,
die man nog nie vorher gesehen hat. Wir haben gesehen, dass man einer Mutter gehorchen muss, dass Mutter in Liebe zeigt, wo es lang geht, und dass eine gute Mutter immer für die Familie sorgt. Sie sorgt für ihre Kinder, auch wenn sie nicht gehorsam sind. Die Mutter ist das Herz der Familie. Sie hält es oft beisammen. Und dieses Herz ist im Grunde Gottes Herz. Wie wichtig ist also Muttertag für uns? Passt euch nicht diesem Weltlauf an, heißt es in Römer 12, Vers 3. Sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Und in Ezechiel 36 lesen wir, dass Gott uns ein neues Herz schenkt und einen neuen Geist in uns legt, damit wir uns nach seinen guten Willen entwickeln können. Herr, werke in mir. Mach mich mehr als deinen Sohn, die so eine überwältigende Liebe für uns Menschen gezeigt hat. Hilf mir, meine Geschwister so zu lieben, dass sie sehen können, wer du bist. Und ich schließe mit die Wörter aus Römer 15, Vers 13. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Halleluja.